Schön aussehen tut's hier auch, aber ich weiß nicht. So wirklich umhauen tut mich dieses Dorf nicht, aber muss es ja auch nicht. Brief aus seinem Haus in Redcliff. Achso, okay. Vater, ich werde in die Berge gehen und mich zu den Leuten da oben anschließen. Okay, ich denke mal, das war der Typ. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Informationen dazu. Und hier liegt sie. Sehr komische Position. So halb durchs Bett geglitscht. Macht ja nichts, nicht? Eigentlich macht es schon was. Das zeigt einfach, dass sie sich nicht so viel Mühe gegeben haben oder nicht genug Zeit hatten. Was mich stört, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, dieses Auswählen, dass es nur möglich war mit Tasten, hat mich gerade ein bisschen weit getrieben, aber ist ja egal. Risse. Genau, hier waren wir ja schon. Gucken wir uns doch mal den Riss hier an. Mach den ein bisschen kaputt. Ja, dafür müssen wir wahrscheinlich hier lang und dann irgendwo oben nach links. Ignoriere jetzt auch mal die Elfenwurzeln. Das sind eh jetzt viel zu viele, die hier überall rumliegen. Hübsch. Ja. Da oben ist er. Moment, wie kommen wir denn da rauf? Wir sind gerade auf der Straße nach Redcliff. Ich denke mal, dass wir von hier. Okay. Typisch Widder. Komm her. Oh, er lässt sich nicht ziehen, er ist stärker als ich. Dass das bei Menschen geht, die ja fast genauso viel wiegen, aber bei Widdern nicht, ist schon ein bisschen komisch. Ja, okay, ich brauche einen Fernkämpfer für sowas. Fernschuss, Krähenfüße. Das tut weh, was? Ja. Zack. Was soll denn das? Wow, das macht echt viel Schaden. Uns sogar bewegen. Wir schießen. Nee. Ich gehe wieder mit meinem Krieger. Tatsächlich. Okay, noch ein Brief. Templar Corrin, angesichts der aktuellen Feindseligkeiten nicht länger für lohnenswert. Tenner. Wunderbar. Zack. Brauchen wir Schlüssel für. Oh, das alte schöne Zeichen. Ich hoffe, das werden sie immer benutzen. Die alten Cursor-Symbole sind echt hübsch. Sie passen immer noch vom Stil irgendwie. So, wo? Oh, wir sind schon längst daran vorbeigelaufen, stimmt. Sind ja die Brücke hochgegangen. Ich bin ja da. Ich dachte ja, das würde funktionieren. Wo spawnen die eigentlich die ganze Zeit immer wieder? Wow. Das war das Quest. Ups. Komm her. Ja, und das war er. Nein, tut es nicht. Lasst euch töten. Oder gebt einfach auf. Beides wäre total praktisch. Jetzt nur eins von beiden. Beides ist natürlich ein bisschen nutzlos. Obwohl, solange sie sterben und sich dann ergeben. Na, obwohl, ich glaube nicht, dass das richtig funktioniert. So, na, nein, ich will hier hoch. Yay. Wunderbar. Jetzt können wir nämlich von hier vielleicht den Rest schließen. Oh, Moment. Wo ist der denn, der Rest? Na, 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 na. Solus braucht Hilfe! Passt schon. Macht euch keine Sorgen. Solange. Wow! Was passiert hier zwischendurch eigentlich immer? Ich glaube, der wird sich wirklich nicht wieder materialisieren, solange wir nicht zu ihm. Haltet sie mir vom Hals! Oh oh. Na komm. Versuch's mal, ihn am Hals zu halten. Die Gegner. Zack,
Zack. Na, wir können ihn doch immer noch nicht. Wie viele Gegner wollen denn noch spawnen? Mach die wirklich nicht. Komm her. Oh, er ist schon wieder eingefroren. Komm. Oh, jetzt falle ich runter. Super. Egal, dann kämpfe ich eben hier unten. Und weg ist er. Na komm. Und boom. Wieder Schaden dran gemacht. Oh, nicht direkt über den Dingern stehen, das macht Schaden. Okay. Oh, aua. Hallöchen. Zack. Und das war hier. Kann ich schon wieder was dran machen? Nee. Müssen wirklich erst die Gegner killen. Na doch, jetzt geht's. Wird der andere auch gestorben sein. Dumm. Tatsächlich immer danach plündern. Plündern den Riss. Und was ist direkt hier hinter? So, naja, das ist eher links von hier. Ach, hier oben das kleine Häuschen. Oh. Ich will die Tiere eigentlich nicht töten im Widder und so. Oh, ich bin aufgestiegen. Ich denke mal, hier liegt auch wieder irgendwo ein Brief. Erinnerungsmedaillon. Ja, tatsächlich. Ein Brief. Brief in einem verlassenen Haus. Der Stein ruft mich in meinen Träumen. Wenn ich ihn mit Hammer und Meißel forme, formt er mich wieder. Irgendein Zwerg nehme ich mal an. Oh, oder einfach nur ein Bildhauer. So. Okay, also entweder können wir bis Redcliffe laufen. Oder theoretisch sollen wir ja wieder zurück, oder? So, wisst ihr was? Ich gehe einfach mal zurück und gucke... Oh, Moment. Das geht ja von hier aus. Das Weltkarte. Ich gucke einfach mal, was passiert, wenn wir jetzt zurück zu Haven gehen. Ja. Gucken wir mal. Da bin ich doch etwas interessiert. Werkstoffe tauchen nach einiger Zeit wieder auf. Es kann deshalb sinnvoll sein, bei der Suche nach Ressourcen in bereits besuchte Gebiete zurückzukehren. Elfenwurzeln und Embryum wachsen auf offenem Feld. Und warum geht es immer dann auf schwarz? Und dann lädt es einfach weiter. Und es lädt weiter. Und ich verstehe das nicht. Ich meine, warum können sie es nicht einfach weiterhin anzeigen lassen? Das hat mich schon, bevor ich aufgenommen habe, ist mir das sehr stark aufgefallen, wie lange der Bild, das Bildteil, erst wollte ich der Bildschirm sagen, dann das Bild, wie lange das Bild dann doch schwarz bleibt. Grundlos. Naja. Moment, Cassandra ist hier. Hier draußen bei den Kriegern. So. Und das Blut ist auch weg, sehr schön. Oh. Ja, jetzt geht es auch. Ihr seid beeindruckend. Geht es euch gut? Ihr braucht stabilere Puppen. Soll ich das etwa sein? Komm, wir machen mal einen auf, ihr seid beeindruckend. Oder? Ich überlege gerade, wie der Held eigentlich sein soll, so. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Wir probieren mal, was passiert. Ich glaube nicht, dass sie darauf so gut reagiert. Ihr seid eine wahre Naturgewalt, oder? Ja, anscheinend doch. Wenn es notwendig ist. Es ist beeindruckend. Ihr schmeichelt mir. Ich versuche es. Habe ich das Richtige getan? Ich lebe noch, also würde ich sagen, was ich hier in Gang gesetzt habe, könnte alles zerstören, woran ich mein Leben lang geglaubt habe. Wer weiß, vielleicht gehe ich ja als Verräterin, als Wahnsinnige, als Närrin in die Geschichte ein. Und womöglich ist das sogar die Wahrheit. Ja, töricht, es ist zu spät, um uns zu tun. Ihr müsst das tun. Wir gucken erstmal. Was glaubt ihr denn selbst? Was sagt euch euer Glaube? Ich glaube, dass ihr unschuldig seid. Ich glaube, dass hier mehr vor sich geht, als wir erkennen können. Und ich glaube, dass niemand sonst willens ist, etwas dagegen zu unternehmen. Sie alle werden im Feuer stehen und sich beklagen, dass es heiß ist. Aber ist das hier auch der Wille des Erbauers?
Ich kann es nur vermuten. Ich bin also nicht auserwählt. Oh. Ihr glaubt nicht daran, dass ich der Herold Andrastes bin? Ich glaube, dass ihr geschickt wurdet, um uns zu helfen. Zumindest hoffe ich. Aber die Hilfe des Erbauers zeigt sich in unterschiedlichsten Formen. Es ist manchmal schwer zu erkennen, wem sie wirklich gilt und auf welche Weise. Okay, und was geschieht jetzt als nächstes? Was wird jetzt geschehen? Jetzt befassen wir uns mit der Panik, die die Kirche euretwegen ergriffen hat, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Und dann schließen wir die Bresche. Wir sind die Einzigen, die dazu in der Lage sind. Anschließend finden wir heraus, wer für dieses Chaos verantwortlich ist und machen dem ein Ende. Und sollten meine Taten Konsequenzen nach sich ziehen, werde scheiße. Ich für sie bezahlen. Guckt euch das an. Ich hoffe nur, der Preis wird nicht zu hoch sein. Oh mein Gott, es glitscht da noch in die Puppe rein. Oh, kommt schon. Ah. Außerdem musstet ihr es tun. Ihr hattet keine andere Wahl. Hatte ich nicht? Ich glaube nicht. Meine Ausbilder haben mir immer wieder eines gesagt. Du bist zu ungestüm, Cassandra. Denk nach, bevor du handelst. Ich erkenne einfach, was getan werden muss und tue es. Ich finde es sinnlos, sich im Kreis zu drehen wie ein Hund, der seinem Schwanz nachjagt. Aber ich habe euch anfangs falsch eingeschätzt, nicht wahr? Ich dachte, die Antwort liege klar und deutlich vor mir. Ich kann es mir nicht erlauben, noch einmal so fahrlässig zu sein. Nein, könnt ihr nicht. Ihr hattet ja gute Gründe. Nein, es freut mich, das zu hören. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht dankbar bin, das zu hören. Ja, ich kann ein wenig harsch sein, ich weiß. Immerhin weiß sie das. Ich bin neugierig. Glaubt ihr überhaupt an den Erbauer? Genau. Das ist eine gute Frage, denn das habe ich mich auch schon gefragt. Glaubt der Charakter, also wir, überhaupt an den Charakter? An den Charakter, an den Erbauer. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Nun, ich schätze, es spielt keine Rolle. Ich muss daran glauben, dass wir aus einem bestimmten Grund auf diesen Weg gebracht wurden. Selbst wenn ihr es nicht tut. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wohin er uns führt. Ja, das ist sehr wichtig. Okay, können wir nochmal mit ihr reden, oder? Mir ist bewusst geworden, dass ich im Grunde nicht sonderlich viel über euch weiß. Was wollt ihr wissen? Ich bin mir nicht sicher. Woher kommt ihr? Wir sagen ihr das einfach. Warum denn ich nicht? Ich wurde in Ostwick geboren und dort lebt auch der Großteil meiner Familie. Die Trevelyans, nicht wahr? Eine große Familie mit einem bemerkenswerten Wappen. Darf ich fragen, ob ihr die freien Marschen als euer Zuhause betrachtet? Zieht es euch wieder dorthin zurück? Was geht euch das an? Nein. Sagen wir einfach mal, ich habe es gehasst. Können wir ja mal sagen. Von mir aus kann der Tag, an dem ich zurückkehre, niemals kommen. Ja, ich schätze, ich empfinde meiner Familie gegenüber dasselbe. Oh, okay, interessant. Erzählt mir doch davon. Ich würde euch gern besser kennenlernen. Ach, tatsächlich? Nein, ich tue nur so. Nicht unbedingt. Ich frage mich nur, welche Beweggründe ihr dafür habt. Ich will nur nett sein. Ach, erzählt es mir doch einfach. Ihr seid ziemlich argwöhnig. Ich will nur nett sein. Ich möchte euch näher kommen. Ich find's lustig, dass das überhaupt funktioniert mit ihr. Hätte ich nicht gedacht. Naja. Es kann doch nicht schaden, wenn wir uns ein wenig näher kommen, oder? Doch, kann es. Ist dem so. Na schön. Mein Name ist Cassandra Pentagast. Ich bin eine Tochter des Königshauses von Nevarra und stehe an 78. Stelle der Thronfolge. Nicht schlecht. Ich habe mich als junge Frau den Suchern der Wahrheit angeschlossen und war Mitglied des Ordens, bis er der Kirche den Rücken gekehrt hat. Ich blieb weiterhin die rechte Hand der Göttlichen, gründete auf ihre Anweisung hin die Inquisition und jetzt bin ich hier. Das ist alles, was es zu wissen gibt, My Lord. My Lord, Moment, ihr seid also aus einem Königshaus, hä? Ihr gehört der königlichen Familie Nevarras an? Die Pentagasts sind eine äußerst große Familie. Halb Cumberland könnte von sich dasselbe sagen. Wirklich? Nein, aber es fühlt sich so an. Ich habe hunderte derart entfernte Verwandte, dass sie Schaubilder brauchen, um unsere Verwandtschaft zu beweisen. Und glaubt mir, die haben sie auch.
So sehr wie die Pentagasts ihr kostbares Blut schätzen, könnte man meinen, es wäre flüssiges Gold. Andere wären dankbar dafür, nein. Seid ihr deshalb fortgegangen? Und ihr habt euch den Suchern angeschlossen, um dem zu entkommen. Es war kein Leben, das man führen möchte, glaubt mir. Die Pentagasts sind berühmte Drachenjäger, aber nur wenige gehen diesem Handwerk auch tatsächlich nach. Die meisten von ihnen sind faul und fett. Sie geben Lippenbekenntnisse gegenüber dem Erbauer ab und schwelgen in Müßiggang und vergangenem Ruhm. Mein Bruder war alles, was mich in Nevarra gehalten hatte. Als er fort war, war ich es auch. Fort? Was wurde denn aus eurem Bruder? Erzählt mir von eurem Bruder. Ich möchte lieber nicht über Anthony sprechen. Ein andermal vielleicht. Dann erzählt mir doch mal von Nevarra. Ihr scheint euer Heimatland nicht sonderlich zu mögen. Ja. Meine Familie hat es mir verdorben. Das Wenige, das ich von meinem Heimatland gesehen habe, war durch die Gitter eines goldenen Käfigs. Mein Onkel behandelte mich wie ein Porzellanpüppchen, das man in ein Regal stellt und nur dann abstaubt, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt. So habe ich Nevarra, das echte Nevarra, erst viel später kennengelernt. Und mir wurde bewusst, dass ich es überhaupt nicht kannte.